So, hallo Leute, hier ist wieder Rio Hayato und ich hänge gerade irgendwie fest. Hallo? Oh, Gott, bin ich dämlich, Starttaste. Gut, kommt vor. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land, Episode 2. Oh, wieso springst du denn nicht? Das ist peinlich. Passiert. Ja, ah, jetzt weiß ich auch warum. Das Spiel läuft ein bisschen versetzt, denn wenn, ja, der liebe Weehawk LP schaut gerade mal ja, zu. Ja, der ist nämlich dabei heute, ja. Er begleitet mich heute auf meiner kleinen LP-Tour und ja, ich habe gerade nur das klitzekleine Problem, dass ich, wenn ich auf Skype-Übertragung anhabe, mein Spiel ein bisschen ruckelt und daher einige Sprünge wirklich verdammt schwer zu timen werden sein. Also dürft ihr euch auf einige Fails mehr einstellen. Umso besser. Oh Gott, uiuiui. Ja, das freut dich mal wieder, wenn ich mal wieder irgendwas gnadenlos hacke. Ah, oh es freut Gott. Mich, dass ich mal nicht failen muss. Sondern kann anderen heute mal beim Failen zusehen kann. Oh nein, ich mache eine Safe-Set. Ich habe Angst vor diesem Sprung. Tut mir leid, aber ich habe so eine verdammte Angst vor diesem Sprung. Das ist bei dem Ruckeln. Nee, danke, da mag ich nicht. Okay, gut, versuchen wir es. Mario, spring! Juhu! Koopa! Der Koopa des Todes schlägt wieder zu. Ach egal, so weit wurde ich nicht zurückgesetzt. Im Bedarfsfall kann ich einfach zurücksetzen. Hallo, läufst du? Ah, okay. Ich muss die Taste länger drücken, damit er es macht. Oder überhaupt mal drücken. Oder, ja, aber das wäre auch eine Maßnahme. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt würde mich das Spiel durchgehend verarschen. Nein, was machst du denn da? Ja, ich glaube auch. Ach, komm schon. Rüber. Drüber. Oh, das ist aber auch ein fieser Sprung. Saumäßig. Normalerweise ist der sehr leicht, aber ja. Nein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Oh, komm. Koopa und Spinne in Zusammenarbeit. Oh, war ja. Ich fühle mich hier gerade voll gemobbt. Was ist jetzt passiert? Der ist mal wieder nicht gesprungen. Ah. Hast du gesehen, der springt immer so auf den letzten Drücker oder überhaupt nicht. Oh, boah, das war doch gut. Oh, war ja. Bam. Komm her. Bam. So, jetzt mach ich erstmal wieder kurz ein Safe-State rein, sonst fange ich gleich wieder an zu schreien. Ich habe gerade eben keine Ahnung, wie viele Leben wieder verpulvert. Nur durch meine Blödheit. So, weiter geht's. Wupp. Und wupp. Oh, hallo, du hast mich doch gar nicht berührt. Naja, wer weiß. Oh, nee, Autolaut, das geht doch nicht. Wo habe ich mein Autolaut hingepackt? Wieso vergesse ich das immer? Ah, oh, F1. Gut. Das einfach F1 drücken, dann passt das schon. Auf die Idee hätte ich auch mal eher kommen können. Dann hätte ich mir die ganzen vielen Leben hier gespart. Pilz! Juhu! Oh, groß, groß. Oh. It's gross. Ich glaube, mit Shift F1 kann ich auch ein Safe State. Richtig, machen, genau. Ja. Shift F1. Nein, was macht. Oh, ich bin so dämlich. Shift F1. Oh, schlag mich. Shift F1. Nein. Will nicht sterben. Ich bin so dämlich heute. Warum? Ich wüsste es gerne. Das ist meine schlechte Ausstrahlung. Genau, Weehawk ist an allem schuld. Wie immer. Ja. So, jetzt hier rüber. Ich habe das Gefühl, jetzt läuft das Spiel gerade echt flüssiger. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es läuft flüssiger. Ja, bei mir auch. Jetzt habe ich schon 5 Bilder pro Sekunde oder so. Wow. Das mal nicht gleich übertreiben. Okay, komm her, Stein. Oh Gott. Sehr gut gemacht. Gut. Oh, das irritiert voll, der Wasserfall. Das macht einen voll dizzy. Ja. Oh, war ja. Super. Spinne und Motte. Bam. Double Kill, Ultra Kill, Chinese Mario. Woohoo! Woohoo! Komm her, los. So, erstmal dazwischen speichern. Monstersprung hier. Verdammt, egal. Ja, aber Level gepackt, von daher alles gut. Nach 4 Minuten habe ich dieses Level geschafft, verdammte Scheiße. Juhu! Ich bin so schlecht. Ich hab's geschafft, wow. Ich hab kein. Was war das denn? Falsche Taste. Das war eine sehr schöne Aktion. Ja, ich hab die falsche Taste gedrückt. Das war mal wieder typisch Rio Hayato. Erst reinrennen, verplanen, verkacken. Das ist mein Motto. Das ist ein sehr schönes Motto. Ich hab kaum noch Leben. So, ich sollte, glaube ich, mal die Starttaste irgendwo anders hinlegen. Oder vielleicht nicht immer auf Shift. Das ist vielleicht mal eine gute Idee. Münzen! Ja, so viele Münzen. Münzen. Ja. Er ist ein verdammt reicher Klempner. Ich
glaube, wir haben Marios geheimen Schatzort gefunden. Ja, irgendwie schon. Da frage ich mich eigentlich die ganze Zeit, wer ist dieser Wario? Und was hat er mit Waluigi zu tun? Weil die beiden sind offenbar keine Brüder. Aber sie haben was mit den Mario Brothers zu tun. Tja, das frage ich mich auch. Sie sind irgendwie wahrscheinlich in so einem Labor herangezüchtet worden. Man weiß es nicht. Warum passiert mir das immer? Oh! Komm schon. Okay, ja. Okay. Ja. Muahaha. Überlistet. Puff. Komm her. Das Level ist eins der, die ich total wenig mag, weil sie eigentlich voll für den Arsch sind und so weiter. So, da kann ich rauf. Da kann ich rauf. Oh nein, bitte nicht. Das sieht doch schön aus. Oh, das sieht schön aus. Doof. Oh, ja. Wow. Oi, oi. Okay, jetzt muss ich warten. Runter, rüber. Oh, gut. Sehr schön. Gut, Mario. So, weiter geht's. Mario. Oh, was mache ich denn? Mario. Oh Gott. Mario. Oh Gott. Stirb. Du auch. In your face. Ach, das ist ein Stein. Okay, gut, das geht nicht. Das müsste ich eigentlich auch gleich beim Bossgegner sein, wenn ich mich nicht irre. Es kommt noch einer von denen. Der hält irgendwie mehr aus. Irgendwie? Stirb. Made. Geht doch. So. Ja. Oh mein Gott. Stirb. Oh Gott. Was auch immer du bist. Feuerball. Wo hat der die ganzen Felsen her? Wow. Das würde mich auch mal interessieren, wo der die rausholt. Ah, ja. Nein, er hat mich getroffen. Arschloch. Lauf durch. Wow. Irgendwie durchgekommen. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Ja. Boom. Kill. And she is dead. Und wir retten Daisy. Schon zum dritten Mal. Hurra. Ba. Danke, Mario. Thank you, Mario. Daisy. Oh, Daisy. Oh mein Gott. She has transformed into a spider. Oh mein Gott. Das ist die wahre Form von Daisy. Ich hab's immer gewusst. Sie ist böse. 3 Leben. Oh, Gott sei Dank. Es gibt doch noch einen gnädigen Spielegott. Und ich würde gerne Safe State setzen. F1. Ja, genau. Wir sind im Land der Chinesen. Oh mein Gott, die Chinesen greifen an. Nein, sie werden uns alle umbringen. Chinesen, oh mein Gott. Lauf, Mario. Ha. In your Gesicht. Das war dumm. Komm, lauf mit dir. Oh je. Ich mag Japaner, aber nicht diese Japaner. Die sind bösartig. So, hier rüber, dann hier rüber. Japaner. Oh Gott. So viele japanische Koopas, oh mein Gott. Was zum Henker? Wieso sind hier so viele Japaner? Wer hat die alle hier abgestellt? Warum hier Japaner und so? Das ist sehr merkwürdig. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, aber ich lebe noch. Ein Indiz dafür, dass ich doch nicht tot bin. Da ist was, Wahres dran. Memo an mich selbst. Drücke D zum Rechtslaufen, nicht F. Macht keinen Sinn. So, hoch mit dir, runter mit dir. Kein Pilz. Wo waren die Pilze? Gumba! Yay! Ich liebe Gumbas, die sind so knuddelige, kleine, braune... Boah, Pilz. Ja, die sind einfach herrlich. Ich liebe Gumbas ebenfalls. Da haben ja zwei wahre Gumba-Liebhaber gefunden. Ja. Oh Gott! Wow. Oh, Japaner! Oh Gott! Nein, hat mich getroffen. Du, Barrel Roll! Ich würde es sogar tun, aber Mario beherrscht diesen Move nicht. Verdammt! Aber er kann dafür den Japano-Style-Angriff. Und der geht so. Japano-Style! Wow! Oh, weia. Ducken. Wow. Und rauf. Und rauf. Und ducken. Haha, daneben. Oh mein Gott, Japaner! So viele! Weg hier, ey. Sind mir zu viele Ducken? Sind mir zu viele Japaner auf einem Haufen? Und rennen. Juhu! Yay! Das sah sehr geil aus. Gerade in der Sound. Boah, was ein nervenaufreibendes Level. Und nochmal 3 Leben. Oh, dankeschön. Da bedanke ich mich doch recht herzlich. Und ich sehe, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Vielleicht schaffe ich in der Zeit noch das Level. Dann wird der nächste Part wohl der letzte werden. Ja, der nächste Part. Boah. Der erste Part wird der letzte sein. Oder umgekehrt.
Ja. Ich mache hier voll den Speedrun draus. Ich habe es voll Evil Knievel drauf. Wow, hey, voll der Pro-Gamer hier. Ja gut, ich meine, ich habe das Spiel als Kind eigentlich die ganze Zeit gezockt. Ich habe es, glaube ich, 16 Mal nacheinander durchgezockt. Da hatte zum Schluss auch irgendwie schon Maximum ans Erleben. Also Super Mario Land, muss ich sagen, habe ich eigentlich kaum gezockt. Ich hatte damals nämlich keinen Game Boy und insofern eigentlich kenne ich das Spiel auch noch vom Emulator her. Ja, ich hab's mit... Nein, ach komm! Ich hatte den Stern. Verdammt, der Stern. Das ist doch so unfair. Ah, komm, das schaffe ich jetzt. Okay, hier rüber, hier rüber. Dann, lasst mich in. Boah, Stern. Yeah, ich bin invincible. Aber der Stern hier ist so nutzlos, weil ich fast nicht dazu komme, den zu benutzen. Weil die nächste Passage besteht nur aus solchen dämlichen Sprüngen. Oh, wunderschön. Doch wunderschön. Okay, wie komme ich hier durch? Ja. Und hier rüber. Bam, in dein Gesicht. Und ich mache dich kaputt. Jetzt läuft das doch, das schaffe ich noch locker. Aber die nächste Stage hebe ich mir, denke ich, dann auf. Bis zum finalen Part und so weiter. Komm, je her, nachdem, wie schnell du das hier schaffst. Aber ich bin zuversichtlich, dass du das in diesem Part noch hinbekommst. Das sieht ja auch sehr gut aus. Oh mein Gott, nein, er schafft es doch nicht. Aber da wir jetzt sowieso im finalen Level sind, was schon sehr lustig ist, werde ich wahrscheinlich, nachdem ich das extra Leben bekommen habe, oder diese Bonis da, werde ich wahrscheinlich am nächsten Level einfach einen Cut machen, werde anfangen, das Video zu verarbeiten, da es ja nicht perfekt ist, und dann war's das. Ja, juhu! Das ist das finale Level! Was und ist denn das? Ein Wolkenlevel, wir sind am Flugschiff, juhu! Flugschiff Mario! Oh mein Gott, die perfekteste Form, die ein Mario jemals erreichen kann. Im ersten Part siehst du auch U-Boot Mario. Aber gut, nachdem wir diese Folge geschafft haben, gut, und in der nächsten Folge den finalen Part machen, der wahrscheinlich sehr kurz wird, würde ich sagen, Rio Yato klingt sich heute aus. Und was sagst du, Weehawk? Ja, ich sag dann, mal tschüss und so, ne, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Part. Den machen wir vielleicht auch gleich hinterher, dann haben wir es hinter uns. Haha! Okay, Rio Yato und Weehawk IP klingen sich für heute aus. Bis später. Ciao. Ciao.